Wenn bei einer batteriebetriebenen Quarzkuckucksuhr die Zeiger falsch eingestellt sind, beziehungsweise wenn der Minutenzeiger zu früh oder zu spät den Kuckuck auslöst oder aber auch die Anzahl des Kuckucksrufes mit dem Stundenzeiger nicht übereinstimmt, kann das relativ leicht eingestellt werden. In diesem Video zeige ich, wie das geht. Bei dieser Kuckucksuhr haben wir nun das Problem, dass der Minutenzeiger und der Stundenzeiger nicht mit dem eigentlichen Kuckucksruf übereinstimmen. Wie wir sehen, ist der Minutenzeiger 10 Minuten zu spät. Das kann aber relativ leicht behoben werden. Der Minutenzeiger ist lediglich von vorne auf das Uhrwerk aufgesteckt. Man kann ihn leicht abziehen. Nun nehme ich den Zeiger und drehe ihn quasi um diese 10 Minuten zurückversetzt und drücke ihn wieder auf. Jetzt ist er noch 3 Minuten zu früh. Ich ziehe den Zeiger wieder etwas ab und drehe ihn um diese 3 Minuten und stecke ihn wieder auf. Noch ein klein wenig und jetzt müsste er stimmen. Danach, wenn der Zeiger nun justiert wurde, kann ich ihn in der Mitte einmal fest andrücken. Dadurch fixiert sich der Zeiger und löst sich nicht mehr von alleine. Im nächsten Schritt werde ich nun den Stundenzeiger einstellen. Hierzu lasse ich den Kuckuck einfach zur nächsten vollen Stunde rufen. Der Kuckuck hat 6-mal gerufen, das heißt, der kleine Zeiger muss nun auf 6 Uhr zeigen. Dazu drehe ich einfach diesen Zeiger auf 6 Uhr und nun fixiere ich ihn etwas mit den beiden Daumen, indem ich ihn hinter dem Minutenzeiger in Richtung des Uhrwerks drücke. Dadurch verklemmt er sich und er wird wieder fest. Nach dieser Einstellung kann nun am Minutenzeiger die eigentliche Uhrzeit wieder wie gewohnt eingestellt werden.